Hallo und herzlich willkommen in diesem Teil meines Tagebuches zur Motorradreise von Deutschland nach Zentralasien und zurück. Meiner Franzi Memoriam Tour FMT 2019. In 47 Tagen ging es über 24.000 Kilometer mit 21 Grenzübergängen durch insgesamt 17 Länder. In diesem Teil meiner Fahrt durch Russland entscheidet sich, ob ich meine Fahrt abbrechen muss oder ob es eine Chance gibt, meine Tour wie geplant fortzusetzen. Ich wünsche dir viel Spaß. Wie schon auf den letzten 600 Kilometern durch Kasachstan geht es nur darum, möglichst schnell in eine Werkstatt zu kommen. Ich fahre bis tief in die Nacht, bis mich irgendwann die Müdigkeit ergreift und ich entscheide mich mal wieder für eine Bushaltestelle für einen kurzen Schlaf. Das war ganz okay, das Einzige waren die recht laut dröhnenden PKWs und LKWs, die in unregelmäßigen Abständen vorbeikamen, sodass der erholsame Schlaf wohl nicht gegeben war. Dennoch habe ich ein paar Stunden meine Augen zubekommen und geschlafen. Ich fahre dann mit dem Sonnenaufgang los in Richtung Barnaul. Zwischendurch gibt es noch ein kleines Frühstück. Als ich die Motorradwerkstatt in Barnaul erreicht habe, teilte man mir mit, dass sie nicht in der Lage wären, es dort zu reparieren und empfahlen mir, nach Bisk zu fahren, zu der Motorradwerkstatt von Sergej und Stas. Folglich setze ich meine Fahrt fort für 150 Kilometer von Barnaul bis nach Bisk, bis ich bei der Motorradwerkstatt von Sergej und Stas angekommen bin. So, das Desaster. Hier oben der ganze Einbau ist weggebrochen und da setzen wir jetzt so eine Ersatzkunststoffplatte unten rein, das kriegen die irgendwie hin. Problem ist im Moment, dass der Stoßdämpfer unten die Schraube so fest sitzt, dass schon zwei Nüsse dabei kaputt gebrochen sind. Naja, mal gucken, werden sie es schon hinkriegen. Ich hau gleich ab ins Hotel und dann lasse ich die Jungs machen. Auch ein riesiger Fluss. Und der Dimitri fährt mich ins Hotel. In diesem Hotel habe ich mich heute niedergelassen, beziehungsweise nicht nur heute, sondern für die Dauer, wo das Motorrad repariert wird. Das ist so ein Blockhaus, total schön. Gefällt mir richtig gut, ist mal was ganz anderes und ja, fühle ich mich wohl. Ich kann hier nebenan essen, Schaschlik, und hier die Straße runter sind viele Cafés. Ja, das ist erstmal ganz gut. Jetzt hoffe ich, dass die Jungs das Motorrad fertig kriegen und dann kann es weitergehen. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe mir was richtig Schickes gegönnt. Total gemütlich, riecht richtig gut hier drin. Auch da freue ich mich jetzt schon drauf, hier mal zwei und vielleicht sogar drei Nächte. Es hängt jetzt davon ab, was morgen beim Stoßdämpfer rauskommt. Ja, und dann entscheidet sich, ob ich Mongolei noch mache oder Mongolei flöten geht. Aber da will ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. So, jetzt gönne ich mir erstmal ein russisches Bier und gleich wird mir noch ein Schaschlik serviert. Und ich denke, wenn ich das Bier ausgetrunken habe und ich lege mich ins Bett, schlafe ich innerhalb von wenigen Sekunden ein. Aber auch ohne Bier würde das funktionieren. Lass es mir heute Abend mal gut gehen. Mal einmal ohne Motorradklamotten. Ist auch mal ganz angenehm. Ja, und da ist auch schon mein Schaschlik. Werde ich mir jetzt schmecken lassen. Nach dem Frühstück mache ich mich auf in die Stadt. Zunächst muss ich noch ein bisschen Geld wechseln und dann fahre ich weiter mit dem Taxi zu Maxim. Maxim ist der Organisator meiner Reparaturaktion. Da in der Werkstatt alle nur Russisch sprechen, hilft er mir, die Dinge mit der Werkstatt zu klären. Dazu muss man sagen, Maxim ist ein Unternehmensberater. Er hat eigentlich überhaupt gar keine Zeit für sowas, aber ich fand es ganz toll, dass er mich da unterstützt hat. Hat mich also auch zwischen dem Hotel und der Werkstatt hin und her gefahren. Also eine riesen Hilfsbereitschaft. Übrigens, die Flasche Wodka ist heile nach Hause mitgekommen und die wird demnächst dann auch mal zu gegebenen Anlass getrunken.
The Heroes. So, die haben das Motorrad tatsächlich fertig gekriegt. Und zwar war beim Stoßdämpfer oben dieser Deckel, der ist jetzt abgesägt, das haben die abgeschnitten. Da sieht man, der ist verbogen und da ist ein kleiner Riss drin und da ist die Luft rausgegangen und in dem Moment war der Stoßdämpfer natürlich wirkungslos. Jetzt haben die da tatsächlich einen neuen Deckel oben drauf geschweißt und ein Ventil eingeschweißt und die Luft aufgeblasen auf 10 Bar, so wie es da steht. Und der Stoßdämpfer funktioniert wieder. Total geil, ich bin echt begeistert. Dann haben sie noch festgestellt, dass zwei Nägel in den Reifen sitzen. Die haben sie rausgezogen und haben das abgedichtet und damit ist das auch erledigt. Und von unten haben sie einen Kanister, das Plastik rausgeschnitten und haben da unten hier eine Abdeckung gebaut, so dass da jetzt nach oben hin kein Spritzwasser oder Stein oder sowas reinfliegen können. Das ist gut, das ist kein hartes Blech oder kein hartes Metall. Wenn der Reifen dann nochmal reinschlägt, dann gibt es halt keine großen Schäden oder irgendwas. Das haben die ganz klasse gemacht. Ich bin echt begeistert von den Jungs hier. Jetzt müssen nur noch hier die Teile draufgesetzt werden und dann bin ich schon reisefertig. Und das bedeutet, dass ich morgen früh in die Mongolei aufbrechen kann. Guck mal, was da vor meinem Fensterchen im Hotel steht. Mein Motorrad, das eben aus der Werkstatt. Ich bin ja total begeistert, was die Jungs da gelassen haben. Gut gelaunt, Motorrad läuft, hab die ersten 75 Kilometer hinter mir. Bin jetzt hier am Fuße des Altai-Gebirges. Hier sind so ein paar Monumente, die das Gebirge einläuten. Wandern ist hier auch wohl angesagt, das sieht man hier an dem Kollegen hier, der hier jetzt neben mir steht. So, die halten die Leute einmal alle an, gucken und fahren dann weiter. Die Temperaturen sind super, um die 23, 24 Grad. Insofern gehe ich davon aus, dass ich heute eine relativ relaxte Fahrt habe. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Kaffee jetzt, aber den gibt es hier gerade mal nicht. Ja, und jetzt kriege ich auch noch mein Käffchen. Ganz gemütlich hier in so einem kleinen Pavillon direkt am Fluss. Kann ich schön sitzen, ein Käffchen trinken und dann geht's weiter. Ja, so kann man den Tag rumkriegen. Da ist mein Kaffee, das ist mal was ganz anderes, so habe ich ihn hier noch gar nicht gehabt. Und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie mir hier National Cheese hingelegt hat. Ich kriege hier kaum Käse und da legt sie mir hier so zum Kaffee so ein kleines Stückchen Käse dabei, der wohl hier aus der Region kommt. Naja, gut, werde ich mir gleich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann hätte man mir das gegeben. Ohne dass man mir vorher gesagt hätte, dass es Käse ist, hätte ich das nie vermutet. Das schmeckt so ein bisschen absolut säuerlich. Das wird wohl irgendwie von der Ziege sein. Weiß ich nicht. Zitronig. Aber an Käse würde ich dabei nie denken. Hart, trocken, wie Parmesan, so ein trockener Parmesan. Oh ja, essen kann man es, aber ohne geht's auch. In vielen Regionen Russlands wird mit heftigem Aufwand der Verkehr kontrolliert. Viele Kameras und Radaranlagen überwachen die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. Auch ich bin sicherlich einige Male von einer Radarüberwachungsanlage erfasst worden. Man weiß es nicht, weil die Dinger blitzen nicht. Es ist alles ohne das typische Rotlicht, wie wir es in Deutschland kennen. Ich hatte ja immer befürchtet, dass in dem Moment, wo ich an die Grenze komme und Russland verlasse, dass dann die große Rechnung für meine ganzen Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt. Aber das war dann doch nicht der Fall. Überhaupt hatte ich auf meiner ganzen Tour bis hierher noch nicht ein einziges Mal Strafgeld zahlen müssen.
Die Altai-Region ist auch wohl für viele Russen ein beliebtes Urlaubsziel. Es gibt dort viele parkähnlich angelegte Campingplätze, wobei Camping dort oft bedeutet, dass man in kleinen Blockhäusern wohnt, sich natürlich auch ein Zelt dort aufbauen kann, aber alles in einer naturbelassenen Umgebung. Also das ist sehr naturverbunden, dieser Urlaub dort, und es ist wirklich wunderschön. Also die Region hat schon ihren Charme. Das ist echt Natur pur, total klasse. Das geht jetzt schon über Kilometer so. Über wirklich lange Strecken fährt man hier dran lang. Hier auf dem Fluss, der natürlich auch ganz gute Stromschnellen hat. Da wird auch River Rafting gemacht, da hinten kommt gerade einer an. Ganz tolle Natur. Also hier wartet man eigentlich nur noch darauf, dass einem ein Bär begegnet. Ja, und die Leute alle freundlich. Ich war hier gerade hier unten runtergekommen, da ist einer hergekommen, hat sich mit mir unterhalten. Gut, er Russisch, ich Englisch. Kam nicht ganz viel bei rüber, aber trotzdem alle freundlich und immer neugierig und fragen und möchten was wissen, und ist ganz toll. Ich könnte mich jetzt auch dazu setzen, dann würden die mir was zu essen geben. Also es ist einmalig. So, nach 200 Kilometern habe ich mich mal hier zu einem kleinen Picknick am Flusslauf niedergelassen. Es gibt Brot und Käse, Banane und einen Joghurt. Schade, dass ich das Altai-Gebirge nur über die Hauptroute durchquere. Es gibt dort so viel Interessantes zu sehen und interessante Nebenstrecken zu befahren. Doch leider lässt es die Zeit nicht zu. An diesem Denkmal treffe ich Wladimir. Mit Wladimir fahre ich ca. eine Stunde zusammen Motorrad, bis wir an seinen Zeltplatz angekommen sind. Wladimir hat mir gesagt, hier gibt es einen coolen See, und den zeigt er mir jetzt. Und da bin ich jetzt mal echt gespannt. Das war schon mal ein schöner Spaziergang hier durch. Einmal umgucken, das ist hier so morastig. Und jetzt geht es hier durch den Wald. Bin ganz gespannt. Sieht schon schön aus, das ist so ein Geysirsee. Und jetzt warten wir auf den Blub. Vielleicht haben wir Glück. Ja, der See war echt klasse. Schade, das hat nicht geblubbert, hätte ich gern gesehen. Aber naja, ist ja auch nur eine Luftblase. Da ich am nächsten Morgen um 7 Uhr über die Grenze zur Mongolei fahren will, beschließe ich, meine Fahrt fortzusetzen und verabschiede mich von Wladimir. Direkt vor der mongolischen Grenze, die ist jetzt von hier so 500 Meter, ist die erste Zollstation, die russische. Ja, es ist wieder spät in der Nacht geworden. Ich muss sehen, ob ich jetzt da die Grenze geschlossen ist und morgen früh erst um 7 Uhr aufmacht. Habe ich mir jetzt zwangsweise wieder meine Bushaltestelle ausgesucht. Habe mir da mein Nest gebaut. Ja, werde ich mich jetzt mal aufs Ohr hauen, morgen früh pünktlich aufstehen. Ich glaube nicht, dass hier ein Bus kommt. Halt. Selbst wenn, wäre es mir scheißegal. Und hier ein Blick aus meinem Schlafzimmer. Boah, ich bin noch müde. Und es ist bitterkalt draußen. Im Schlafsack war es aber schön warm. Ich glaube, die Temperatur ist im Moment so
um die 4, 5 Grad. Es ist noch deutlich kälter geworden. Und da geht jetzt die Sonne auf. Das ist hier das kleine Dorf. Da ist der Hund verfroren. Es gibt hier, glaube ich, keinen Kaffee und gar nichts. Ganze Schlange vor mir. Das wird ein bisschen dauern. Hinzu kommt, dass es jetzt erst um 9 Uhr heute losgeht. Und wenn ich dann über die Grenze bin, dann ist es vielleicht schon wieder 10 Uhr, weil dann die Zeitumstellung kommt. Das ist echt mistig. Aber gut, was willst du? Die Wartezeit an den Grenzen ist zwar lästig, aber bietet auch immer wieder die Möglichkeit, andere Reisende kennenzulernen. Hier treffe ich auf zwei Türken, die ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs sind. Und wir werden uns später auf unserer Tour noch einmal treffen. Die russische Grenze ist passiert, das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Jetzt stehen wir hier an der Grenze der Mongolei. Die haben ein etwas merkwürdiges Konzept, die zeigen alle ihre Pässe vor, kriegen Kärtchen, habe ich auch gemacht, ausgefüllt und allen drum und dran, aber die fertigen keine Autos ab. Das heißt, es kommt immer noch keiner rein. Das geht dann so, dass die ganze Kolonne wahrscheinlich auf einmal reinkommt, dann stehen dort wieder alle. Also ein mega schwachsinniges Konzept. Es ist schon wieder der halbe Tag rum. Um 13 Uhr machen die Mittagspause, bis 14 Uhr, dann passiert auch nichts. Ich fürchte, dass wir hier den ganzen Tag an der Grenze verbringen. Das ist echt eine Sauerei. Könnte so einfach sein. Ah, da lobe ich mir doch die Europäische Union. Was ist das doch ein Segen für uns?